Moin Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Reaction. Ich und Sascha, wir reagieren heute auf was Besonderes und zwar unser erstes Video, welches wir jemals aufgenommen und geschnitten haben. Das Video ist von 2013. Das könnte sehr unangenehm werden. Ich hätte echt gedacht, dass es noch älter ist. Das Video hat es nie wirklich auf YouTube geschafft. Sascha hatte das aus seinem Archiv mal hochgeladen. Ja, ist korrekt. Ich hatte das mal wiedergefunden, irgendwie nach langer, langer Zeit. Wir hatten immer uns wieder so ein bisschen darüber unterhalten, dass ich damals was zusammengeschoben habe. Ich glaube, das war noch bei Sony Vegas oder so weiter. Ich hatte damals ja auch ein paar Videos geschnitten, einen Kanal. Dann hatte ich auch mal die Idee gehabt, weil wir damals ja beide relativ viel und aggressiv WOT gezockt haben, auch noch in der Grafik, die man heutzutage, werden wir gleich sehen. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, wie das gleich aussieht. Und wir hatten uns immer irgendwie mal wieder vorgenommen, dass wir uns das Video zusammen anschauen, wirklich. Auch wir hatten damals, das weiß ich noch, mit zwei Kameras irgendwie gearbeitet. Das musst du nur mal reinziehen. Das war 2013. Wenn wir damit damals irgendwie Gas gegeben hätten oder so, dann wären wir heute, keine Ahnung, wären wir heute Monte oder so. Ich will jetzt auch gar nicht so viel vorwegnehmen. Nee, ich auch nicht. Let's go. Jo, ich hab dich schon eingeladen. Ja, jetzt geht's. Ah, Alter, die Grafik. Also, warte mal, welche Auflösung haben wir denn aufgenommen? Also, kriminell. Das ist das, was ich angesprochen habe. Hast du Vollfenstermodus? Ja, ja. Ah, 360p. Ah, okay, gut, chillig. Ja, ey, ist halt 2013 so, ne? Ja, okay. Aber auch die Mikrofonqualität on point auf jeden Fall. Die atmen ins Mikrofon. Ah, oh, geil. Hätte ich auch genauso alles drin gelassen. Oh. Das ist mal eine Probe Round. Alter. Um mir das einmal anzuhören. Gibt es einen Grund dafür, dass du nur auf der linken Seite bist? Nee. Okay. Ich glaube, ey, das habe ich auch mit verschiedenen Programmen zusammengeschnitten. Das war ja damals, aufgenommen haben wir das mit, wie hieß es, 95, FPS 95, nee, wie hieß das? Traps. Und zusammengeschnitten habe ich unsere Mikrofon, weil wir das separat aufgenommen haben, über Mic 95 oder irgendwie so eine Kacke, keine Ahnung. Ach du Scheiße. Und ich habe das halt alles separat bei Sony Vegas zusammengeschnitten damals, also es war nicht so wie heute so komfortabel. Lol. So, Test, 1, 2, okay. Alles klar. Au. Der Rechner hängt. Schrei nicht so. Was? Schrei nicht so, Alter. Ach, gar nicht. Doch, du schreist. Ja, das ist Wichser. Also. Ja. Fraggle und Tieffraggle in the Hood. Machst du jetzt hier den Tischschatten? Ist auch geil, dass man mich immer bei dir nochmal doppelt hört, ne? Ja, logisch. Oh. Du saßt ja auch im selben Raum, Alter. Also. Ja, die Mikrofone waren halt nicht dafür ausgelegt. Das waren halt einfach ganz normale Gammel-Headsets. Man wird es halt gleich noch sehen. Also man wird gleich noch Bilder von uns sehen. Also auch, ja, wild. Einfach nur wild. Ja, geh los. Mach einfach, Alter. Das kannst du auch nachher machen. Nein. Alles klar. Also, wir spielen jetzt eine Runde. Ich spiele mit dem T34 und du spielst mit dem KV5. Genau, also World of Tanks. World of Tanks, ja. Ganz wichtig, ich habe dich schon eingeladen. Muss nur noch annehmen. Ja, was vielleicht erstmal so. Ja. Ist doch egal. Das kommentiert doch da jeder. Achso, das kann man ja nachher so. Ja, das haben wir doch, denn weißt du, das piepen wir dann einfach raus. Das klingt auch so, als wenn ich, keine Ahnung, mega betrunken bin oder so. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Das klingt echt so, als du übel verpeilt bist in dem Moment. Also ich, jetzt quasi. Es war auch wahrscheinlich schon ein bisschen später in der Nacht oder so. Ich weiß nicht mehr, wann wir das aufgenommen haben. Das muss auch wieder so ein Wochenende gewesen sein, wo wir gesagt haben, lass mal zusammen zocken oder so. Ich glaube, ja, werden wir gleich das sehen. Das war safe das Wochenende, auch wo ich mir den T34 gekauft habe. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, stimmt, der war damals noch als Premium. Den gibt es heute so als Premium ja nicht mehr, weil der OP ist einfach. Ja, und das Weihnachtsevent. Ich weiß ja noch, dass ich mir den zum Weihnachtsevent, glaube ich, gekauft hatte. Hatten wir beide aufgeladen und dann hatten wir uns da ein bisschen oder halt ein Wochenende Hardcore gesuchtet. Und ich glaube, ich habe da auch noch gar nicht so viele Tanks. Also das könnte schon so zeitlich hinkommen. Ich finde auch irgendwie, das war mir jetzt gar nicht so bewusst. Ich habe immer so gedacht, meine Stimme hat sich relativ früh so zu der entwickelt, die ich jetzt gerade habe. Ich finde auch, das ging auch, ich meine, ich weiß gar nicht, wie alt war ich, es ist 2013, ist noch gar nicht so lange her. Also es ist schon krass, wie viel Entwicklung da noch quasi hinterher kam, stimmlich gesehen. Ist schon natürlich sehr nah an meiner dran, also man hört, dass ich das bin, aber... Ja, 8 Jahre immer noch so. Die peinlichen Stellen, die piepen mir einfach raus. Ich muss mal einen Schuh nochmal hoch. Also von ihm wird man gar nichts hören.
Comedy Gold, damals auch schon. Reines Comedy Gold. bist du drin? Der muss noch bereit machen. Und dann geht's los. Ich bin mit dem T34, hab auf 4 mein Feuerlöscher, auf 5 mein kleiner Ersatzteil gestern, auf 6 mein Erste-Hilfe-Scheiß. Das ist falsch rum, oder? Ja, scheiße, das ist echt falsch rum. Sehe ich gerade erst. Ich hab's falsch rum gemacht. Das interessiert doch keine Sau. Doch, das interessiert eben. Das ist wichtig. Nein. Außerdem, er ist mir so gerade aufgefallen, dass ich es falsch rum gemacht habe. So nämlich. Das ist schön. Wer hätte noch viel sein Feuerlöscher? Das macht doch keiner. Ja. Yeah. Geile Runde. Oh, erstmal hier anstecken, ey. Erstmal ein schönes Gesicht. Oh, ist so schön. Geil, ja, ey. Feier ich. Das darfst du gar nicht. Das ist nicht gut. Das hilft mir aber ab und zu. Ach nee, ich hab die ganze Zeit das Gefühl, dass ich zu leise bin. Jetzt warst du nicht zu leise. Wir reden doch mal lauter. So. Ja, diese Kameraeinblendung ist so gut. Ich meine, sie ist an der perfekten Stelle. Also besser kann man es für VOT, glaube ich, wirklich nicht machen. Aber einfach nur so. Also die Kamerapositionierung auch sehr, sehr geil. Man sieht uns beide. Es ist zwar ein bisschen von oben, was ein bisschen unpraktisch ist. Aber man sieht uns beide. Man sieht so ein bisschen das Setup. Man bekommt ein Gefühl für den Raum und so weiter, wie wir da sind. Und das ist schon ganz, ganz, ganz nice eigentlich. Das ist dumm. Das ist ganz oben, ne? Ja. Was ich mache. Egal, es ist egal. Eigentlich müsste ich den Sound auch über den Headset haben. Über den Headset. Guck mal, der Schuh geht doch. Ist auch oben. Du musst es nur ein bisschen leiser machen, sonst hört man das bei dir im Mikrofon. Deswegen habe ich das bei mir auch ganz leise gemacht. So, die Runde fängt an. 5 Sekunden noch. Wir fahren über links oder über rechts? Wir fahren über links. Ich würde auch sagen, wir sind eh die höchsten Tanks. Ich muss so aufpassen, dass meine Wanne nicht getroffen wird. Weil ich, also... Müsste so mein Turm zeigen. Alter, ey, das Bild, das kannst du eigentlich keiner erzählen. Ey, wenn ich mich bewege, ich weiß nicht, mit welcher Bitrate wir aufgenommen haben, aber ich weiß auch nicht, wie gut man das bei Fraps einstellen konnte. Sobald ich mich bewege, der Bildschirm grieselt noch mehr, als er jetzt schon tut. Ach, das ist echt krass. Ich feier das einfach so hart, Alter. Man kann ja ahnen, was da passiert. Ja. Denn der ist ja, der darf nichts anderes. Oh, Scheiße. Denke auch besser, diese andere Kameraperspektive jetzt auch nochmal zu sehen. Puh, das ist hier Dualkamera. Ey, das ist, Du mit der Mütze auf. Das wird nachher aber noch besser, ich verspreche dir das. Das ist wirklich, es ist wirklich geil. Mit 2 Kameras damals schon aufgenommen. Also der Zeit komplett voraus gewesen, ey. Ich bin auch gerade überlegen, was für Cams das gewesen sein sollten, weil 2013 war das ja auch noch nicht so mit Smartphones. Ich glaube, da oben in der Ecke hängt irgendwie eine Action-Cam und da unten habe ich gar keine Ahnung, was das ist. Das ist eine kleine silberne Kamera, die ich mal hatte. Ach so, das ist deine, okay. Ja. Ich lief sonst nie. Doch. Ich habe die letzten 2 Tage nicht genießt. Die letzten 2 Jahre habe ich nicht genossen. Und jetzt nies ich. Ja, lustig. So, rechts wird gescoutet. Ja, dann haben wir immerhin. Alter, dieser T20 ist hier. Alter, ist gerade übelst geleckt bei mir. Links. Rechts. Rechts, Grafbar 1S. CE62. Aber der ist hier eh gleich down. Noch einmal. Seite, KV5, Spanier 2. Passt vorne bitte. Nee, Spaß. Auf unserer Seite ist schon KV1S. Ja. Oh nein, bleib stehen, bitte, bleib stehen. Ja, bitte, nein. Oh, jetzt wurde er. Auch hier ESL-Gameplay, merke ich auch gerade. Ja, safe. Also, wenn wir das weiterverfolgt hätten, wären wir ganz oben dabei. Ja, keine Ahnung, ich kann das echt nicht mehr einschätzen, weil ich inzwischen auch gar keine Ahnung mehr von dem Game habe. Ich weiß noch nicht, ich kann nicht einschätzen, wie gut wir damals waren tatsächlich da drin. Man muss aber auch klar dazu sagen, ich habe ja vor einem halben Jahr nochmal aktiv VOT gespielt, für eine ganze Zeit lang. Ja, die Karte gibt's für diese Klasse erstens mal gar nicht mehr. Mhm. Also ich glaube, die geht nur bis Level 6, wenn es die Karte überhaupt noch gibt, ich weiß es gar nicht. Allein von der Optik hat sich so viel geändert, da sind so viele neue Panzer zugekommen, also das kann man so gar nicht mehr, das ist viel schneller geworden, das Game, als das, was wir jetzt machen. Ja, ja. Also, das Ding ist, ich finde es gerade bisher nur semi-unangenehm, weil ich halt
berücksichtige, ey, es ist 2013, so ein bisschen, paar Sachen finde ich schon ein bisschen unangenehm, wenn ich mir das so anschaue, aber ich muss auch sagen, es war halt 2013. Ja, safe. 8 Jahre her, so, was willst du machen? Es ist über 8 Jahre, also mindestens mal 8,5 Jahre her, mindestens. Ja, auf jeden Fall. Nee, das ist nur das Bau, der mal irgendwie Spaß hat, ob der hat gedacht, oh, schnell bin ich mal noch. Ich wäre dem Kaffee als erstes sehr verbunden, wenn er mal rauskommen würde. Ach nee, das ist nicht würde. Auch geil, wie ich einfach meine Sprichwörter, die ich damals benutzt habe, immer noch verwende. Das ist einfach geil. Ich bin einfach meiner Linie auch treu geblieben. Das finde ich gut. Das find ich auch, gut. Auch wir würden heute auch noch genau über dieselben Sachen lachen, die wir sagen. Mit Sicherheit, also, ja. Hat sich tatsächlich gar nicht so viel getan. Ach, einfach nur herrlich. Er ist da, Kaffee drin und. Ach, das. Ach doch, da ist Kaffee. Das muss wehtun. Bam! Oh, was ist denn jetzt? Jo, der Kaffee hat. Es kommt nicht bei mir durch. Oh, gut. Der hat noch keinen Kill. Aber nicht so weit vor. Ich hab hier oben den KV-5 und den Tiger 2 in Sicht. Kann ich über die Straße fahren? Ist da jemand? Der spottet? Nein, ne? Oder? Doch. Also der Tiger 2. Beide schauen jetzt auf mich, aber die schauen immer abwechselnd. Komm, hol dich. Ich habe ihn nicht, ja, ich habe ihn nicht getroffen. Scheiße. Neben geschossen. Ich fahre über die Straße. Wild. Jetzt vielleicht. Und. Es ist aggressives Gameplay aus der ESL-Liga. Vielleicht bin ich mir auf der ESL-Kampf 1. Ja, wir hätten die beiden jetzt auch nicht pushen können. Ah, bam, Alter, hat ihn fertig gemacht. Hat ihn weggemacht einfach! Schmutz! Oh Mann, ey, wie geil. Ja, an sich, eigentlich, also bisher, sieht es gar nicht so schlecht aus. Ja, ich meine, das andere Team ist halt auch komplett lost. Guckst du dir an, das jetzt, was ist das, 5 zu 8? Ja, das sowieso. Ah, du hast 2 Kills, ich habe ordentlich Damage gemacht. Also, läuft. Sauber. Jetzt noch der Kamera 5. So, da ist noch ein KV1S auf unserer Seite. Ich glaube, wir nehmen den mal. Ja, ich glaube, die sind am Anfang auch instant über die andere Seite in unsere Base gefahren und wollten da capturen, ne? Wenn ich das richtig mitgeschnitten habe. Ich weiß das jetzt nicht mehr hundertprozentig, aber die sind relativ aggressiv rein. Ja. Und unsere Low-Tier-Heavies, die sind zurückgeblieben und haben die Spotter da rausgenommen. Ja. Und die anderen, in dem Fall auf unserer Seite, der Tiger 1 zum Beispiel oder der KV-1, den wir gegenüber eben standen, die können gegen uns eben nicht viel ausrichten. Hast du eben gesehen, dass der kann machen, was er will, der würde die ganze Zeit bei dir abprallen. Ja, der KV-1 hat sowieso da keine Chance wirklich gegen. KV-5 hole ich mir auch gleich. Oh, da dieser Kameraumschnitt wieder. Oh, perfekt, Alter. Richtig. Wie bei Pro7. Ja, besser. Zünden die sie noch an oder nicht? Oh, KV1S. Lauf sie raus. Bisschen geklaut fand ich, aber. Einer von euch muss gleich zurück in die Base, weil die waschen alle vorne und schalten den Kopf nicht ein. Ja, die haben alle die Art gesehen und haben sich gedacht, ich vertraute. Okay, weiß ich, was ich gesagt habe. Also, das Ding ist so zwei Sachen, die mir auffallen. A, undeutlich gesprochen habe ich damals auch schon. Und B, gut kommentieren, was ich tue, konnte ich damals schon. Korrekt. Zwei Sachen. Also eigentlich stand meiner Karriere damals schon nichts im Wege. Hätte ich mal durchgezogen, ey. Mal durchgezogen. Sonst musst du das gleich übernehmen, sonst capturen sie unsere Base. Capturen. Ich habe mir gedacht, ich fitte jetzt erstmal eine Runde den Löwen an. Der sich jetzt gerade sehr ungeniert zu mir umdreht. Das war auch ein Premium-Tank, ne? Ja, Löwe, Level 8er Tank. Gibt's heute tatsächlich noch. Er hat aber auch viel Panzerung, Alter. Wenn er geschossen hat. Und viele Hitpoints, ja. Da. Geschossen. Meine ich ja. Oh, da hat mich die Arti getroffen. Kette verloren. Grundklug gewesen. Die SU-8 hat den T-20 nicht gelegt. Das war nämlich das Problem. Jetzt wird's nochmal spannend. Wenn der Löwe stehen bleiben würde, der KV-5, dann könnte ich den nicht treffen. Löwe ist down. Dann kannst du aber ausgenommen! So! Ja, die SU-Spot. Ja, der hat ihn einfach kaputt gemacht. Hat ihn einfach weggemacht, Alter. Aber wir haben erstmal schön die Zange genommen, du. Ja, die haben wir gut ausgeplayt. So, jetzt noch ein Heavy und dann noch die beiden Artis. Wohl nicht wirklich, aber. Jetzt kann ich dir helfen.
Der KV5 hat auch jetzt viele Hitpoints. Abpraller. Ich glaube mein Hamster. Überraschung. Pupst. Ja, mein Hamster pfeift. Hat geschossen. Yo, hab ihn. Alter, ey. Sauber. Das ist schon, wir haben richtig Lobby gecleared, alles los. Boah, geile Runde. Ah ja, ist schon fertig. Okay, gegeben hättest du dann. Ja, hätte Waffen, Bruder. Fertig. Aber ich glaube, Meisterschütze und Panzerbrecher habe ich bekommen. Uego. 68.000. Mashallah. Alter. Premium halt, ne? Was will man machen? Ich würde sagen, das war doch eine gute erste Runde. 1.800. Alter, ich habe, glaube ich, jetzt. Ja, ich habe. 90 an EP gemacht. 1.860. Also ich finde tatsächlich, das muss ich jetzt wirklich nochmal sagen, die Qualität, klar, sie ist super kacke und auf Dauer könnte ich mir das nicht geben, aber so für mal, wenn das halt wirklich so ein, ja, recht gutes Video ist und ich fand das jetzt tatsächlich gar nicht so ununterhaltsam. Auch wenn das einfach, die war einfach jetzt die ganze Runde drauf, ne, war uns ungeschnitten, oder? Ja, es ist komplett ungeschnitten gewesen, krass, ja. Krass, okay. Trotz der 360p, ganz gut. Ich sag mal, so der Nostalgiefaktor der Runde, der hat einiges wieder wettgemacht. Ja. Heutzutage würde man das so natürlich nicht mehr bringen, aber ey, für 2013 so ist schon ganz okay. Ja, klar, ich meine, wir hatten jetzt auch, man muss sagen, ich habe mit dem Laptop aufgenommen. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Laptop das war. Na, mit diesem Drehrad dran, weißt du noch, mit dieser, wo du immer dran gekommen bist mit deiner. Aber war das der Acer? Ja, genau. Ah, der Acer, ja. Ja, ganz ehrlich, Der war auch schon ein paar Jahre alt, den habe ich jetzt schon da schon ewig gehabt. Also der ist auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, dass der überhaupt noch das geschafft hat, das ruckelfrei aufzunehmen in dieser Qualität, wenn man davon sprechen kann, dass es Qualität ist. Diese hervorragende Qualität. Und dennoch unsere Audio mit einem separaten Programm aufgenommen. Das darf man alles nicht vergessen. Also das ist schon krass. Ja, auf jeden Fall. So. Aufnahme abbrechen immer? Noch nicht. Dann lass uns mal Runde für Runde machen. Dann ja. Nehme ich die Audio und Aufnahmen auch aus. Jo, krass. Das war das Video. Unser erstes Video, was wir jemals aufgenommen haben und quasi so mäßig geschnitten haben. Was soll man dazu noch sagen? Ey, ganz, ganz, ganz wilder Content auf jeden Fall. Das ist auch, glaube ich, das einzige Video, was wir haben. Ich glaube, wir haben danach dann auch nichts mehr aufgenommen. So, du hast dann, ich weiß noch am Abend so, ich habe dann halt gezockt noch ein bisschen. Du hast dann ein bisschen am Video rumbearbeitet. So. War auf jeden Fall eine witzige Nummer, da mal wieder reinzuschauen. Das ist richtig. Ich habe leider nichts mehr in der Art und Weise irgendwie, wenn es noch was gegeben hätte, dann ist es weggekommen. Aber ich wollte das immer irgendwie zusammen mit dir angucken, weil ja. das ist halt einfach Gold wert, sowas. Ja, der Nostalgiefaktor ist schon echt mega, mega mäßig da. Ich muss so sagen, diese zwei Kameraperspektiven, wirklich geil. Also das war wirklich eine richtig geile Idee, die wir hatten. Da waren wir der Zeit sowas von voraus. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, mit dir zusammen das anzuschauen. War auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Video. Ja, ich hoffe, es hat euch auch gefallen, trotz der hervorragenden Qualität. Und wenn ja, dann würde ich mich natürlich sehr über den Like, den Abonnement und Kommentar freuen. War mal eine etwas andere Reaktion. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.